So, meine Lieben, grüßt euch. Jetzt bin ich an den Ort zurückgekehrt, an dem alles hier begonnen hat mit So sei es. An diesem Fleckchen habe ich mein erstes Video gedreht. Vor, mittlerweile 4 Monaten, glaube ich. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht und was in der Zwischenzeit so alles passiert ist. Ich kann es euch gar nicht in Worte fassen. Unglaublich, unglaublich. Also, welch ein Segen mir persönlich jetzt widerfahren ist. Unglaublich, ich bin sehr dankbar. Und genau, ich möchte ganz gerne hier auf einen Kommentar von der Doris eingehen. Die Doris schreibt mir hier, ich möchte dir gerne was erzählen. Du redest immer davon, dass Jesus Christus unser Herr sei. Oh ja. Und dass wir immer zu ihm kommen können. Oh ja. So, da muss ich dir leider kein Recht geben. Weißt du auch, warum ich das zu dir schreibe? Weil ich schon so lange am Beten für etwas bin, was ich bis heute noch nicht mal bekommen habe. Das ist alles ein bisschen vom Satzbau her. Deshalb sage ich mir, warum soll ich für was beten, wenn dieser Gott meine Gebete nicht mal hören möchte? Und jetzt nochmal was anderes. Ich habe festgestellt, wenn man von Christen Hilfe braucht, auch da passiert absolut nichts, dass man denkt, dass diese Menschen gar keine Christen sind. So. Das dazu. Meine liebe Doris, ich kann verstehen, wenn du lange für etwas betest, dass du frustriert bist, wenn da keine Hilfe kommt. Es kann ja, ich weiß nicht, was es ist, es kann ja alles Mögliche sein. Vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder vielleicht steckst du in der Klemme finanziell oder dir geht es psychisch einfach nicht gut oder was weiß ich, für was man alles beten kann, für den Weltfrieden oder irgendwas. Wir Menschen müssen uns zurücknehmen. Was die Antwort auf unsere Gebete angeht. Unser Herr Jesus Christus hat selber am Kreuz gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wir, liebe Doris, haben überhaupt keinen Überblick, was hier eigentlich passiert, wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir hingehen, welche Möglichkeiten wir haben, so wie wir dastehen, aufzusteigen, rauszukommen aus dieser Dichte, wie ich immer so schon sage. Auch du hast keinen Überblick und weißt absolut nicht, warum deine Gebete nicht erhört werden. Ich persönlich bin froh, dass meine Gebete nicht erhört werden, nicht alle. Ich habe Zeiten hinter mir, da habe ich gebetet, hier nicht mehr zu sein, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe gesagt, bring mich zu dir, hol mich ab, ich kann nicht mehr. Hätte der meine Gebete erhört und einen Blitz geschickt und mich erschlagen, was hätte ich dann gewonnen? Gar nichts hätte ich gewonnen. Ich hätte was verloren und zwar die Möglichkeit, noch weiter zu wachsen hier auf diesem Schulplaneten. Und so musst du bitte das auch sehen. Was heißt musst? Du musst gar nichts. Du kannst jetzt auch in deiner Eingeschnapptheit, weil Gott deine Gebete nicht erhören mag, wie kann er sowas wagen? Und du betest doch schon jahrelang wahrscheinlich auf etwas hin und er will und will nicht hören. Dann gibt's doch keinen Gott, stimmt's? Nein, 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 meine liebe Doris. So bitte, bitte sieh das so nicht. Ich weiß nicht, worum du bittest. Ich habe keine Ahnung, warum der Herr dir nichts schickt, was du siehst. Es könnte sein, dass er dir Hinweise schon gibt oder Dinge in die Wege geleitet hat, die du noch gar nicht wahrnehmen kannst. Du kannst ihm noch keinen Vorwurf machen, dass du mit deiner menschlichen Kleinheit, ohne dich geringschätzen zu wollen, aber du hast nun mal, wie ich schon jetzt gerade auch schon sagte, keinen Überblick über das, was wirklich los ist. Du bist begrenzt in deiner, in deinem Sein hier im Fleisch. Der Herr nicht. Der Herr kennt dich in- und auswendig und er hört natürlich, selbstverständlich, jedes Gebet hört er. Er kennt dich. Wie ich sagte, jedes Haar, steht in der Bibel, ist gezählt, was nichts anderes bedeutet als er kennt dich in- und auswendig. Er hat dich gemacht.
Er kann in dich hineinblicken, er kann deine Gedanken spüren, deine Absichten und so weiter und so fort. Er weiß, warum er was macht und warum er was nicht macht. Und du musst, und dir bleibt nichts anderes übrig, es so akzeptieren. Du musst es so hinnehmen. Stimmt nicht. Du musst es nicht. Du kannst auch in tiefer Verzweiflung anfangen, an dem Herrn zu zweifeln und zu sagen, also wenn du mir jetzt diese Bitte ausschlägst und ich habe jetzt also oft genug darum gebeten, jetzt werde ich aber richtig sauer. Was erlaubst du dir, solche Gedanken gegenüber dem Herrn zu haben? Vertrau ihm vollkommen. Vertrau ihm. Ich weiß, wenn du in so einer Situation steckst, Schmerzen hast oder irgendwelche ganz schlimmen Probleme, dass man das gelöst haben will, das ist mir bewusst, ja, dass du das nicht aus Spaß schreibst und jetzt nicht eine Packung Kaugummis willst und die einfach nicht kriegst, wie so ein kleines Kind dann rumstrampelst und schreist. Das ist mir bewusst, dass es schon ernst ist für dich, ja klar. Aber ich wiederhole es noch zum tausendsten Mal, weil es so ist, du weißt nichts. Du weißt nichts von dem, was dir zuträglich ist und was für deine weitere Entwicklung wichtig ist. Und wenn es der Fakt ist, dass du eben dieses Gebet nicht erhört bekommst, beziehungsweise die Lösung, die du erwartest, nicht bekommst, sagen wir mal so rum. Vielleicht ist es eine Geduldsprobe für dich, um zu sehen, wie demütig du bist tatsächlich gegenüber dem Herrn. Bist du demütig? Geht man so mit seinem Herrn um und fragt, warum hast du mir den Lohn noch nicht gegeben? Ich habe 100-mal danach gefragt. Nein, 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 das steht uns nicht zu, wenn du mich fragst. Es steht uns nicht zu, das so zu tun. Wir haben in aller Demut den Kontakt aufzunehmen zu unserem Vater durch den Herrn und darum um Erlösung zu bitten. Ja, das können wir tun. Und der Trost, dass der Herr selber gewiss, mit absoluter Gewissheit für mich, dass er hört, was du sagst, aber ganz bestimmt genau weiß, warum er deinem Wunsch nicht sofort entspricht und des Problems Lösung anbietet. Er wird seine Gründe haben. Wie gesagt, er schaut in dich hinein, er kennt dich besser als du dich selber, meine Liebe. Und wenn da noch irgendwas ist, was aus dem Weg geschafft werden muss, was du vielleicht gerade gar nicht siehst und erkennst und noch gar nicht wahrgenommen hast, dann heißt das nicht, dass er das nicht schon längst erkannt und wahrgenommen hat. Natürlich hat er das. Und weiß ganz genau, was zu tun ist, damit du das hellste Licht werden kannst, was du potenziell sein kannst. Vertrau ihm. Vertrau ihm. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns vollkommen fallen zu lassen. Und das habe ich auch schon öfter mal erwähnt in meinen Videos. Dich vollkommen fallen zu lassen, im Vertrauen, dass alles so perfekt ist, wie es ist, wenn wir uns mit reinem Herzen an ihn wenden und unser Leben in seine Hände legen und sagen, das schaffe ich nicht, bitte hilf mir. Und in der stillen Stunde wirst du die Kraft bekommen, auch wenn das Problem nicht so gelöst ist in der Zeit, die du vorgesehen hast für dich oder in der Art und Weise, wie du es vorgesehen hast für dich, lass dem Herrn den Freiraum, es so tun, wie er es für richtig hält. Sein Wille geschehe, nicht deiner, Doris, und alle anderen. Nicht unser Wille geschehe. Wir wissen nichts. Wir sind kleine Kinder. Wir sind kleine Kinder. Und das sollen wir auch sein. Werde für die Kinder, sagt er, ja. Aber was ich damit meinte, ist, wir haben überhaupt keinen Überblick. Wenn mich meine Kinder fragen, Papa, warum kann ich noch nicht mit dem Karussell fahren? Dann sage ich, du bist 1,40 Meter. Das Karussell ist 1,50 Meter. Wenn das abgeht, dann fliegst du raus aus dem Teil. Und mein Kind strampelt und schreit, jetzt nur als Beispiel, nicht, dass das jemals vorgekommen wäre.
und sieht nicht ein, wie gemein das ist. Er ist doch schon so groß und er sieht auch andere Kinder, die auch nicht viel größer sind, 10 cm. Die sind da auch drin, ja, und strampelt und schreit. Und der Erwachsene steht daneben, also sinnbildlich dann Jesus, und sagt, oh Gott. Meine Güte, ey, da ist noch einiges zu tun. Aber ich mache das jetzt natürlich so, wie es für mein Kind am besten ist und am sichersten ist. So. Genau, also das wollte ich nur kurz loswerden. War so ein Impuls von mir. Und was die anderen Christen angeht, die dir Hilfe verwehren. Ja, meine Liebe, was soll ich dazu sagen? Wie viele Menschen rennen jeden Sonntag in eine Kirche, ja, und halten sich für Christen, weil die jeden Sonntag in die Kirche gehen und sonst grundsätzlich nichts tun. Das Evangelium nicht verbreiten im Gespräch ist eigentlich schon fast bis peinlich, so, ne, über Jesus Christus zu reden, über seine Wiederkunft erst recht, ja. Also so ein, hab schon Christen getroffen, also junge Leute, ich erinnere mich oft daran, an einem See damals, ja. Und ich war ganz begeistert. Ich so, endlich. Also es war augenscheinlich, die blühten und glänzten, die Augen strahlten, und ich habe dann ein Gespräch angefangen und sofort gemerkt, okay, ja klar, das sind Christen, ja, die, also wirklich ganz fröhliche, tolle Menschen. Und dann habe ich die mal gefragt, was haltet ihr von der Endzeit, beziehungsweise von der Wiederkunft Christi? Ah, nee, also, pff, nein, nein. Und dann sagte ich, das ist im Grunde genommen die Punchline, die Essenz seines Hierseins. Er war hier, hat gesagt, ich komme wieder. Ihr habt jetzt, ja, das hat er zwar nicht gesagt, aber ihr habt ein bisschen Zeit, ja, euch zu entwickeln. Aber so ist es nun mal. Und ich werde wiederkommen, um die Meinen einzusammeln. Wie auch immer das dann aussehen mag, da können wir darüber spekulieren. Da haben die nicht dran geglaubt. Was bedeutet das denn, Christ zu sein dann? Und was hast du erlebt? Bist du zu irgendjemandem hingegangen oder... Ja, kannst du ja nochmal genau ausführen. Würde mich mal interessieren. Du hast gefragt, könnt ihr mir Geld leihen? Und die haben gesagt, nee. Oder wie? Es gibt vielfältige Möglichkeiten, darauf zu antworten. Ich kenne jetzt die spezielle Situation so nicht, ne? Aber wahre Christen würden versuchen, dir zu helfen, ja. Das stimmt. Mit ihren Möglichkeiten, ja. Du kannst einen armen Christen auch nicht bitten, dir, was weiß ich, 100 Euro zu überweisen oder so, weil du gerade knapp bist. Die hast du selber nicht. Ne? Würden dann im besten Fall für dich beten, wenn sie selber nichts Physisches beitragen können. Ne? Ach ja, meine Lieben, das ist schon ein verrückter Planet hier, ne? Aber trotzdem eine Ehre, hier zu sein. Euch wünsche ich auf jeden Fall, dass ihr im Vertrauen an den Herrn, auch wenn eure Gebete nicht erhört werden, ihm treu bleibt und wisst, dass ihr als seine Kinder, die ihn um Hilfe bitten, niemals unerhört bleibt. Es hat alles seine Zeit, es hat alles seinen Sinn und Zweck, und wir müssen vertrauen, dass das genauso ist, wie es ist. Sein Wille geschehe, nicht unser. Also, bis dann. Ciao.